denke, die erkennt man daran, dass die Strukturen, die politische oder institutionelle Macht haben, Jugendbeteiligung erstmal anerkennen und mitdenken, dass es nicht immer diese Grundsatzdiskussion gibt, braucht man das überhaupt, was ist das überhaupt? Zweitens, dass es Stellen und Ressourcen gibt, die Kinder und Jugendliche unterstützen, in dieser letztlich doch oft fremden und obskuren Welt anzudocken und sie dabei empowern und unterstützen, sich da mit einbringen zu können.